Es gibt sehr, sehr viele gute Schiedsrichter natürlich in Deutschland, aber von 80.000 können halt eben nur 21 in der ersten Bundesliga pfeifen. Und um da hinzukommen, ist natürlich nicht ganz einfach. Aber wenn man es dann mal geschafft hat in dem Bereich, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Mit 14 Jahren begann Wolfgang Stark seine Schiedsrichterkarriere. Heute ist er einer der erfolgreichsten deutschen Unparteiischen. Von Vater Rudi geprägt, der selbst Schiedsrichter war, pfeift er nun schon seit 15 Jahren in der ersten Fußball-Bundesliga. Seit 13 Jahren ist er offizieller FIFA-Schiedsrichter. Sein absolutes Highlight in diesem Jahr war die Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft in der Ukraine und Polen. Dort war er der einzige deutsche Vertreter unter den 12 auserwählten Schiedsrichtern. Aber Stark bleibt trotz alledem bescheiden. Man denkt ja immer, ja, wenn man den Wolfgang Stark irgendwo sieht, ja, das ist ein Star, das ist was Besonderes, das ist ein absoluter Blödsinn. Das ist auch ein Punkt, wo ich selber dann immer sage, man muss mit beiden Beinen einfach auf dem Boden bleiben. Man hat halt einfach das Glück, und Können gehört natürlich auch ein bisschen mit dazu, dass man eben da in der Bundesliga oder international unterwegs sein darf. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, wo man herkommt. Und so schaut der gebürtige Landshuter auch ab und zu noch bei seiner DJK Altdorf vorbei. Neben der Euro 2012 gab es für Stark in diesem Jahr aber auch den negativen Höhepunkt seiner Karriere. Im Mai war er leitender Schiedsrichter des Aufstiegsspiels zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Berlin. Das Spiel, welches als Skandalspiel in die Fußballgeschichte eingehen sollte. Dass das natürlich dann solche Ausmaße angenommen hat, dass dann Hunderte von Zuschauern dann den Platz gestürmt haben, vor Freude, weil sie eben gedacht haben, das Spiel ist bereits zu Ende. Das kann man natürlich nicht vorhersehen. Da ist man natürlich dann nicht nur als Spielleiter gefragt, sondern auch so ein bisschen als Krisenmanager, wie man das dann alles bewältigt. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Und da gehört schon sehr, sehr viel Mut dazu, dann auch die richtigen Entscheidungen dann zu treffen. Und Wolfgang Stark traf die richtige Entscheidung. Das Spiel wurde unterbrochen, niemand kam zu Schaden. Jetzt hat die nächste Saison begonnen. Stark geht in sein 16. Bundesliga-Jahr. National darf der 42-Jährige noch rund 4 Jahre pfeifen. International ist bereits mit 45 Jahren Schluss. National wie international scheint alles erreicht. Aber ein Ziel hat er noch. Aber wenn man so die Agenda mal so anschaut, so ein Champions League-Finale geht natürlich noch ab. Das wäre natürlich das absolute Highlight. Auf das arbeitet man natürlich hin, zusammen mit dem Team. Da sind die Assistenten natürlich genauso stark eingebunden. Und natürlich braucht man das gewisse Quäntchen Glück. Man ist ja auch immer abhängig davon, wie weit kommen die deutschen Mannschaften. Denn wenn ein deutscher Verein im Finale um die Champions League stehen würde, dürfte Stark dieses logischerweise nicht pfeifen. Es bleibt also spannend, wie weit der Weg des Wolfgang Stark noch gehen wird. Wenn überhaupt, könnte ihm eigentlich nur der FC Bayern gefährlich werden. Oder doch Dortmund?